Puh, habe ich mich gerade schon wieder verjagt. Ich glaube, das Spiel ist noch nicht für mein Alter gemacht. Na ja, dann gehen wir schnell zurück. Das Feld ist wahrscheinlich wieder ein bisschen gewachsen. Und wenn unsere Hühnerfarm dann läuft, dann geht es natürlich wieder zurück ab in die Höhle. Denn dann kann uns nicht mehr so schnell so viel passieren. Wenn ein Creeper direkt vor uns explodiert, ist das zwar immer noch doof, aber so ein blödes Skelett kann uns dann nichts mehr anhaben. Aber ich habe keine Nahrung, wenn jetzt das Skelett hier schießt. Ah ne, das ist unter uns. Klar, das ist unten. Da. Uns ist doch die Hülle ausgeleuchtet. Vielleicht ist hier noch eine Hülle. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon, was da unten lauert? Ja, das war erfolgreich. So muss das immer sein. Na komm schon. Na komm schon. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja, so muss das sein. Naja. Hey, super. Tja, so langsam. So langsam wird es. So langsam nimmt es Form an. Tja. So. Soll ich die verfüttern? Oh. Klasse. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen weiter. Habe ich nachher umso mehr Samen. Geht das umso besser und umso schneller. Wobei ich die später auch gar nicht alle einsetzen kann, wenn ich noch zu wenige Hühner habe. Dann kann ich die gar nicht alle auf einmal glücklich machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Weiter. Ich habe ja mal in einem Minecraft-Spiel ein riesiges Feld gebaut. Wirklich ein gigantisches Feld. Das war weiter, als man schauen konnte. Und das war über dem Boden. Das heißt, so eine riesige Plattform. Nur, immer weiter nach unten gehend halt. Also so ganz weit von links nach rechts und dann ging sie langsam immer weiter in Stufen nach unten. Aber nicht ganz bis nach unten, weil, glaubt mir, die war so gigantisch und es hätte noch, sie wäre noch tausendmal gigantischer gewesen, wenn ich die bis zum Boden gebaut hätte. Das wäre wirklich nahezu unmöglich gewesen. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich glaube, dass gab keinen tieferen Sinn in der Geschichte. Jedenfalls hatte ich da sehr viel Getreide und sehr viele Samen. Aber es wurde dann auch immer mehr Arbeit, die Samen alle nach der Ernte wieder einzupflanzen, weil das einfach ein so gigantisches Feld war. Musste man da durchlaufen und alles wieder einpflanzen und da war dann auch so ein Tag vorbei. Und seitdem warte ich auf automatische Pflanzmaschinen. Und ich glaube, es gibt ja schon die Spender, die in der Lage sind, Knochenmehl in den Boden zu spenden. Aber mit Samen gibt es noch nichts in der Art. Soweit ich weiß. Das wäre wirklich ein krasser Schritt in Minecraft. Also ohne Mod meine ich jetzt. Wirklich in Minecraft. Also Vanilla. Nennt man das, glaube ich. Vanilla Minecraft. Ja, kommt. Ich will mal nicht so sein. Juhu. Oh, meine Nahrung geht jetzt wirklich zur Neige. So langsam muss ich das Thema ernst nehmen. Naja, komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8.
Gut, jetzt haben wir nur noch ein großes Hühnchen, aber die Kleinen kommen nach. Das ist gut so. Und ich kann mir Nahrung machen. Keine Samen. Das kann doch nicht wahr sein. So. Pfeile kann ich mir machen, aber Bögen kann ich mir noch keine machen. Ich habe noch nicht genügend, um mir einen Bogen zusammen zu craften. Das heißt, ich muss bei meinem Schwert bleiben. Aber ich kann mir jetzt endlich wieder Nahrung craften. Also Hühnchennahrung. Ich weiß, ich hätte mich von den Pilzen ernähren können. Aber ich will mir die Pilze für später aufheben. Weil Pilze kann man, glaube ich, nicht so einfach nachzüchten. Früher ging das auf jeden Fall. Da musste man nur einen schattigen Platz finden. Dann hat man die mit Knochenmehl besprüht und dann gab es mehr Pilze. Aber ich glaube, das war dann zu einfach. Geht das eigentlich noch? Weiß das jemand, ob man Pilze noch groß machen kann? Früher ging das jedenfalls mal. Ich hatte es irgendwann nochmal versucht und das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich aufgegeben, ich armer Kerl. Das war übrigens auch im Hardcore-Modus. Ich mache eigentlich immer alles im Hardcore-Modus. Warum spiele ich eigentlich im Hardcore-Modus? Weil dann die Herausforderung größer ist. Das ist mir ganz wichtig. Wenn ich keine Herausforderung habe, dann kann ich nicht kreativ werden. Und Minecraft macht ja insofern schon eine Herausforderung aus dem Ganzen, dass es eben aus Blöcken besteht und dass es nicht so einfach ist, etwas genau so zu formen, wie man es haben möchte. Und diese Einschränkung, die hat ja schon was Kreatives. Oder die hat ja schon etwas, was zur Kreativität anregt, weil man muss eben mehr machen, man muss ein bisschen, ja, mit dieser Einschränkung arbeiten. Und das ist beim Hardcore-Modus ähnlich. Deswegen spiele ich den so gern. So, dann essen wir die schon mal. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Damit könnte ich eigentlich auch in die Höhle zurück. Damit könnte ich eigentlich auch in die Höhle zurückgehen. Das dürfte an sich auch kein Problem werden. Es sei denn, ich werde jetzt 10-mal von Creepern fast in die Luft gesprengt. Da geht mir natürlich irgendwann die Nahrung aus. Und die Sonne geht unter und ich muss mich entscheiden. Bleibe ich hier oder bleibe ich nicht hier? Das brauche ich am wenigsten. Die Tür nehme ich mal mit, da könnte ich vielleicht noch was draus bauen. Basteln. Ja, komm, machen wir jetzt. Es wird dunkel. Ab in die Höhle ist unser neuer, unsere neue Heimat. Ich muss mich übrigens immer noch für meine Stimme entschuldigen. Das ist im Moment sehr, sehr schlimm. Ich weiß, ich gebe es zu. Es lässt sich schwer. Ach, da hatte ich die Fackel gesetzt, genau. Lässt sich schwer unterdrücken. Ich habe jetzt diese Woche Generalprobe und dann kommen die zwei Aufführungen. Ja, ich spiele Theater und da muss ich sehr laut sprechen. Und normalerweise gibt es da eine Technik, die man als Schauspieler lernt, wie man laut sprechen kann oder präsent sprechen kann, ohne sich anstrengen zu müssen. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd. Ich mache es einfach nicht. Ich weiß, wie es geht. Ich kann es auch eigentlich, aber ich spreche meistens sehr laut und meine Rolle verlangt mir momentan auch ab, dass ich sehr viel schreie. Und da ist meine Stimme momentan sehr am Leiden. So viel dazu. Vielleicht probiere ich mal was, dass ich nächstes Mal, bevor ich aufnehme, irgendwas trinke. Einen Tee, einen Fencheltee oder sowas. Und dann mal schaue, ob meine Stimme dann ein bisschen, was soll ich sagen, ein bisschen mehr Ruhe hat. So, hier war es, wo ich... Also nur fürs Protokoll, wenn jetzt ein Creeper direkt neben mir steht und explodiert, dann bin ich auf jeden Fall tot. Mit oder ohne Eisenrüstung. Vollkommen egal. Dann war's das.
Und zwar sofort. Hab ich da was gesehen? Da ist ein Lavafeld. Was an sich sehr gut ist. Ist da eben ein Creeper explodiert? Ernsthaft? Ich habe eben eine Explosion gehört. Bitte was? Das war doch ein Creeper. Da hinten ist noch ein Creeper. Habt ihr das auch gehört? Ihr müsst das doch gehört haben. Da war eben eine Explosion. Soweit ich das einschätzen kann, war das ein Creeper. Muss ich aber schnell wieder rausfinden, wie ich hier laufen kann und wie nicht. Sonst habe ich hier gleich ein Problem, wenn irgendwas kommt. Okay, also da ist jetzt ausgeleuchtet, da kann ich jetzt im Kreis laufen, wenn ich will, notfalls. Dann die nächste Sache. Hier ist noch ein dunkler Ort. Ich begebe mich ja eigentlich in Gefahr, aber andererseits ist es auch sicherer, wenn ich ausleuchte. So, ist das hier ein Rundweg gewesen? Ja, das war ein Rundweg. Das heißt, hier ist nichts mehr, was ich fürchten muss. Sehr gut. Dann kann ich auch gleich wieder das Eisen mitnehmen. Das ist doch prima, das läuft doch. Im Moment läuft es eigentlich ganz gut. Und das ohne, dass wir uns großartig in Gefahr begeben. Also es ist jetzt nicht so gefährlich hier unten. Es ist gefährlich, ohne Frage, aber es ist nicht so gefährlich, wie ich dachte. Man kann es noch, überblicken, überschauen, das Ganze. Jetzt auch alles hier, um in den Nether zu gehen. Ich fülle meine Fackeln auf. So, hier ist auch noch Eisen. Und noch mehr Eisen. Das Skelett will ich jetzt eigentlich nicht auf mich aggressiv machen. Vor den Skeletten sehr viel Respekt im Hardcore-Modus. Und jetzt sehen die auch noch anders aus. Ich weiß nicht, ob sich das auch irgendwie auswirkt. Jedenfalls muss ich hier vorsichtig sein. Hier kann Lava austreten. Ich habe ja mehr als genug Lava gesehen, um zu wissen, dass das hier nicht ganz so ungefährlich ist. Und meine Regel, immer genügend Holz mit in die Höhle nehmen, habe ich schon gebrochen. Aber ich habe noch genügend, um mir ganz viel zu craften. Ich habe halt Holz, Stäbe, Stöcke. Und ich habe mir schon wieder eine aus Stein gemacht. Naja. Natürlich, das war ja klar. Dann denke ich schon mal voraus und mache hier eine Stufe hin. Und ich denke noch ein bisschen weiter. Mache mir schnell eine Schaufel und dieses Mal aus Eisen. Ich brauche ja nur ein Eisen für eine Schaufel. Dann grabe ich mich hier erstmal durch, damit ich hier rechtzeitig abhauen kann. So. Sehr gut.
hoffe, dass ich jetzt noch die Orientierung behalte und nicht verliere, weil ich jetzt hier kurzzeitig noch was ändere. Aber ist eigentlich nicht so schwierig. Hier hoch. Da ist der Kreislauf. Da geht's im Kreis. Da geht's im Kreis. Und hier geht's hoch. Genau. Hier hau ich ab. Hier leuchte ich aus. Ich mag keine Skelette. Was ich noch weniger mag, sind Überraschungen von der Seite. So, da sieht es jetzt relativ gut aus. Das heißt, ich kann hier kurz hinterrennen. Ah, Wildstone. Sehr gut, dass wir es schon so weit schaffen. Ich habe in der kurzen Zeit Wildstone zu finden, hätte ich nicht gedacht. Das ist Lapis Lazuli. Das heißt, für Zaubertränke, oder was war das? Verzauberung, genau, Verzauberung. Da bin ich jetzt auch schon drauf vorbereitet. Dann denke ich, haben wir auch bald alles zusammen für den ersten Zaubertisch. Dann werde ich mir natürlich erstmal eine Spitzhacke mit Glück machen. Denn dann will ich natürlich Lapis Lazuli richtig effektiv abbauen. Ich sag mal kurz was zu der Verzauberung. Kann sein, dass das ja einige noch nicht kennen. Das ist im Prinzip eine Art Bonus, den ich auf eine Waffe lege oder Fähigkeit. Also Bonus im Sinne von Glück. Würde bedeuten, ich könnte mehr abbauen. Und neue Fähigkeit würde bedeuten, wie zum Beispiel, ich kann über Wasser laufen mit Stiefeln oder so. Und jetzt gehe ich erstmal nach oben und sichere mich erstmal ab. Ja, was brauche ich, um diese Verzauberung zu machen? Ich brauche einen Zaubertisch. Muss ich kurz mal... da ist das Wasser, da ist genau da lang. Ich brauche einen Zaubertisch. Und ich brauche Werkzeug, das ich verzaubern möchte, oder Gegenstände, die ich verzaubern möchte. Ich brauche ein Erfahrungslevel und ich brauche Lapis Lazuli. Das hört sich jetzt viel an, aber der Zaubertisch ist einfach Standard. Irgendwo muss ich ja die Verzauberung machen. Dass ich Werkzeug brauche zum Verzaubern, ist auch irgendwo Standard, weil wenn ich nichts habe, was ich verzaubern kann, dann macht es ja natürlich keinen Sinn. Und Erfahrungslevel ist insofern Standard, dass das Erfahrungslevel eigentlich für nichts anderes gebraucht wird. Das heißt, das kann man sich eigentlich relativ leicht merken. Und Lapis Lazuli, ja, das ist halt der, was man noch braucht als, wie soll man sagen, Katalysator, kann man das so sagen. So. Ja, also müssen wir in erster Linie auf die Erfahrungspunkte achten, denn Lapis Lazuli, ihr seht, ich habe jetzt schon 34 davon und davon braucht man nicht so viele. Ich glaube, für den stärksten Zauber, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, 1 bis 3 braucht man vom Lapis Lazuli. Und das maximale Level, was man benutzen kann, ist, soweit ich weiß, 30. Und, ja, guck mich nicht so an mit deinen Augen, die an der Seite sind. Was wollte ich jetzt machen? Ich glaube, erstmal nur leer räumen, soweit es geht. Ach, das ist schon voll. Gravel. Diorit. Ah, das ist alles so gefüllt.
Da komme ich nicht wirklich weiter. Also ich glaube, ich mache jetzt einfach mal eine kurze Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann später wieder. Und bis dahin sage ich Adieu. Und schlafen kann ich nicht. Das heißt, ich sage einfach hier Tschüss. Und dann werden wir danach mal schauen, ob wir uns nicht schnell einen Eimer craften wollen und mal versuchen wollen, ein Netherportal irgendwo zu bauen. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber bauen kann man es ja schon mal. Und dass wir dann auch versuchen, an Diamanten zu kommen und einen Zaubertisch zu bauen. Also das werden jetzt auch so die Aufgaben sein. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss und bis bald. Und natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht zu vergessen.